House music all night long. Freunde, liebe GBC-Gemeinde, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Channel. Wir schauen uns heute mal die Tenfoglio Limited Custom CO2 Airgun an. Dieses Modell hier von KWC, quasi ein Lizenzprodukt, durch Cybergun lizenziert mit allen Original-Markings. Dies ist das Sondermodell Eric Gaufel. Wer von euch mit dem Namen nichts anfangen kann, Eric Gaufel ist sechsfacher IPSC-Weltmeister. IPSC steht für International Practical Shooting Confederation. Und ja, dieses hübsche Teil wurde uns wie immer von unserem Partner getdamage.de als Testwaffe zur Verfügung gestellt. Meinen herzlichen Dank dafür, wie immer. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie es hinter dieser Pappe aussieht. Quasi rein in den Karton schauen. Da haben wir eine Bedienungsanleitung, eine sehr kurze Bedienungsanleitung, nur das Nötigste drauf. Es gibt von dieser Waffe auch noch andere Versionen, hier mit Kompensator und Rail, Mount Rail, ja. Und so sieht das gute Stück aus. Mit dem Karton haben wir neben der Waffe noch eine Packung BBs, sowie diesen Imbusschlüssel, den wir brauchen, um die CO2-Kapsel anzustechen. Ja, die Waffe ist wirklich super schön verarbeitet, das muss ich sagen. Die ist auch recht schwer. Die technischen Daten habe ich euch ja am Anfang schon eingeblendet. Den Imbusschlüssel lege ich erstmal auf Seite. Die BBs haben wir hier. Stahl-BBs 4,5 mm. Ja, das gute Stück hier, Vollmetall. Ja, richtig toll gemacht. Hier haben wir die Löcher für die Mount Rail, die man hier quasi nachträglich noch montieren kann. Die liegt aber hier nicht dabei bei dieser Ausführung. Das ist quasi die kurze Ausführung. Die Tenfoglio ist so gesehen eine Custom-Version der Cesca 75. Und ich muss wirklich sagen, das Ding kann sich sehen lassen. Das Magazin wird mittels des Auswerfers quasi entnommen. Typisches CO2-Magazin von KWC. Magazinboden ist relativ dick. Auch alles aus Vollmetall. CO2-Kapsel kommt hier praktisch rein. Die Schraube wird rausgedreht. CO2-Kapsel einlegen und mittels des mitgelieferten Imbusschlüssels das Ganze festziehen. Falls mal diese Schraube hier in irgendeiner Form verloren gehen sollte, gibt es hier freundlicherweise auch noch eine Ersatzschraube mit dabei. Der Zubringer für die BBs lässt sich arretieren, das ist super. Hier haben wir das Loch zum Einfüllen quasi der BBs. Wenn das gemacht ist, gibt man den Zubringer wieder frei. Schön hier der Magazintrichter, wie bei allen IPSC-Waffen, Wettkampfwaffen, sehr gut gemacht. Ja, die Waffe ist wirklich schön schwer, alles Vollmetall, wie ich schon sagte. Ich meine auch, die Griffschalen wären aus Metall, ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Dieser Grauton hier, wirklich schlicht gehalten, aber doch sehr, sehr edel, das Ganze. Ja, die Markings aufgelasert mit weißer Schrift. Limited Tenfoglio, .177 Kaliber, 4,5 mm, das S für Stahlkugel.
Der Abzug ist Single Action. Hier haben wir den Sicherungshebel, der gleichzeitig Daumenauflage ist, für rechts wie für links Schützen, sehr gut gemacht. Der Verschlussfanghebel, auch Zerlegebügel. Auf der anderen Seite haben wir hier KWC Made in Taiwan, eine Waffennummer, das FM5-Eck, hier auch nochmal Punkt 177 Kaliberangabe auf der Patronenkammer, hier unten der Importeurstempel GSG und hier vorne haben wir nochmal zu stehen auf dem Aufkleber Energie Max 1,5 Joule. Ob das stimmt, das kriege ich noch raus mittels Chronotest. Ja, Blowback hat die Waffe, sehr, sehr schön. Richtig satter Kick, der Verschluss. Die Visierung ist einstellbar. Die Kimme lässt sich in der Höhe sowie auch in der Seite über diese beiden Schrauben hier verstellen. Richtig cool. Man hat wirklich das Gefühl, man hält eine scharfe Waffe in der Hand. Das Ding ist super schwer, aber hat einen richtig guten Griff. Und ich finde auch, allzu viel klappert da nicht. Das Spiel des Verschlusses ist alles im Rahmen. Da habe ich schon Schlimmeres gehabt. Ja, die Mündungsansicht vielleicht noch. Das wäre die hier. Sieht so aus. Ja, ist wirklich alles fein. Hier der Beaver Tail für einen guten Grip, dass man nicht zu weit hochkommt. Das ist sehr schmerzlich, wenn der Verschluss zurückschnellt. Auch bei CO2-Waffen kann das schon ein wenig wehtun. Ja, das mal zum Äußeren der Waffe und jetzt gucken wir uns an, wie die Waffe zerlegt wird. Das gestaltet sich bei diesem Modell etwas fummelig. So, als erstes wird die Waffe gespannt. Hier haben wir den Zerlegebügel. Wir drücken hier rein und können dann den Zerlegebügel rausnehmen. Ja, so. Dann nehmen wir den Verschluss nach vorn hin runter. Da haben wir das Griffstück und da haben wir den Verschluss. So. Um das Ganze zerlegen zu können, reicht es nicht aus, dass man die Feder hier, die Feder mit Federführungsstange, quasi die Rückholfeder, einfach so rausnimmt, weil man bekommt die so nicht raus. Ich habe auch erstmal lang geschaut, bis ich das begriffen habe, wie das funktioniert. Und ihr müsst als allererstes diese Feder hier nach vorn durchziehen. Festhalten, die ist relativ stark. Dann drückt ihr den äußeren Lauf samt inneren Lauf ein wenig nach vorn. Und ihr müsst jetzt, oder ihr könnt jetzt quasi in dieser Position den inneren Lauf herausnehmen. Und zwar muss der zuerst raus. Dann könnt ihr die Feder samt Federführungsstange entfernen. Das Ganze hier ist geteilt. Es gibt hier noch eine kleine, ja, so eine Unterlegscheibe, die das Ganze praktisch hier voneinander trennt. Und jetzt kann man den Lauf immer noch nicht rausnehmen, den äußeren, denn hier hinter ist noch eine Hülse. Ich versuche das mal, ob ich die so rauskriege. Stechen hier vorne mal so ein und drücken mal so dagegen. Jetzt geht es. Und dann kommt diese Hülse hier raus. Wenn ihr die Hülse raus habt, könnt ihr den äußeren Lauf nach vorn schieben und ein bisschen verkanten. Und jetzt kann man den rausnehmen. Ihr seht, das Material bzw. die Beschichtung ist sehr kratzerempfindlich. Das muss ich wirklich sagen, was jetzt keinen negativen Aspekt darstellt. Also ja, man sieht halt, dass die Waffe bereits geschossen wurde von mir zur Probe. Und nach ein, zwei Magazinen sieht das dann so aus, wie es jetzt aussieht. Dann haben wir hier die Blowback Unit mit dem Nozzle und das ist eigentlich schon alles. Das Zusammenbauen funktioniert genauso, auch wieder den äußeren Lauf leicht verkanten, einsetzen, dann die kleine Hülse. Ihr seht das hier, ich zeige das mal, upsala, ich
zeige das mal ein bisschen dichter. Hier vorne ist quasi eine Verjüngung des Ganzen, wenn man das so sieht. Also das muss zuerst rein, ja, das schmale Ende zuerst. Hier ansetzen, leicht eindrücken. Jetzt wieder zuerst die Federführungsstange samt Rückholfeder hier einfädeln und vorn so gut es geht festhalten. So, jetzt den inneren Lauf wieder einfädeln. Das ist wie gesagt recht fummelig. Ich habe das jetzt 2-3 Mal gemacht, bis ich überhaupt den Dreh so halbwegs raus hatte. So, jetzt schiebt ihr euch das Ganze wieder zurück auf die Blowback Unit, auf das Nozzle. Und die Federführungsstange hat hier so eine kleine Aussparung, so einen Knubbel. Der muss dann hier quasi einrasten in die Geschichte hier vorn. Also hier kommt der rein. So. Und dann ist das Ding wieder zusammengebaut. Also es ist, ich finde, es ist fummelig. Also das ist meine persönliche Meinung. Das hätte man besser lösen können. So, dann tun wir das Ganze wieder zusammen. Dann wird der Verschluss gespannt. Und dann kommt der Zerlegebügel hier wieder rein. So. Etwas halten und klack ist das Ganze wieder drin. So wird die Waffe, wie gesagt, zerlegt. Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann, ja, dann muss es halt nicht sein. So, nachdem wir uns das jetzt alles mal angeschaut haben, würde ich sagen, wir machen jetzt den Schusstest und dazu gehen wir wieder in den Keller und ich sage bis gleich. Soweit der Schusstest zur Tenfoglio Limited Custom CO2. Nach dem Schusstest jetzt, ich bin noch mehr begeistert als vorher. Die Waffe ist wirklich klasse, sieht top aus, Verarbeitung passt soweit. Ich muss sagen, das Einzige, was mich hier gestört hat, ist halt die Tatsache, dass die Beschichtung eben nicht die beste ist. Man sieht es hier an der Patronenkammer, den Abrieb und auch hier vorne am äußeren Lauf. Ja, wenn man damit ein paar Magazine verschossen hat, dann sieht es aus, wie es jetzt aussieht. Wen es nicht stört, also ich sag mal, ja, mich persönlich würde es ein wenig stören. Ich hätte mir hier gewünscht, dass man eine andere Beschichtung nimmt, wenn nicht sogar den äußeren Lauf verchromt. Das gäbe dem Ganzen nochmal so, ja, das i-Tüpfelchen, sage ich jetzt. Ansonsten ist es möglich, mit der Waffe ca. 4 Magazine zu verschießen, dann ist das CO2 auch am Ende. Also die Ausbeute 4 volle Magazine und dann ist Ritze, wie man so sagt. Ja, ansonsten das Blowback ist richtig fett, was natürlich auch die Ausbeute von 4 Magazinen insofern rechtfertigt. Das Trefferbild ist soweit okay. Auf 7 Meter freistehend, nicht aufgelegt. Wenn man die Waffe aufgelegt schießen würde, käme man da sicherlich noch an ein besseres Ergebnis heran. Auf jeden Fall von mir absolut klare Kaufempfehlung. Das Ding ist Vollmetall, das Ding ist schwer. Das Ding vermittelt einem das Gefühl, als hätte man schon fast eine Kleinkaliber in der Hand und wird damit schießen, weil das Blowback wirklich ziemlich fett ist. Ja, falls euch die Waffe interessiert, ihr könnt sie
euch kaufen bei unserem Sponsor, den Damage Jagd Sport und Outdoor. An dieser Stelle erstmal noch meinen recht herzlichen Dank dafür, dass du uns dieses tolle Teil mal wieder zur Verfügung gestellt hast, lieber Alexander. Und falls euch das Review gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal, besucht auch meine Partnerkanäle und natürlich auch unser Forum mal ansteuern. Die Adresse kommt hier unten. Wir sehen uns demnächst mit einem weiteren Review. Bis dahin verabschiede ich mich. Macht's gut, euer Doc. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir ein Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.